1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist unsere erste Themennacht in diesem Jahr und unser Thema heißt Erlebnisse in Schwimmbad und Sauna. Ich möchte gerne mit euch darüber reden, was ihr in einem Schwimmbad oder in einer Sauna schon erlebt habt. Schönes, Erotisches, Schreckliches oder vielleicht auch Bizarres. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und der erste Anrufer zu unserem Thema Erlebnisse in Schwimmbad und Sauna, das ist der Heiko. Und Heiko ist 61. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo Heiko. Ja, Domian, wir sehen übrigens jeden Abend deine Sendung und die ist wunderbar. Wir sind sehr glücklich, dich zu sehen, jeden Abend. Das freut mich, vielen Dank. Ja. Vielen herzlichen Dank. Und zwar, ich bin mit meiner Frau vor Jahren in einem Schwimmbad gewesen und dann sagte ich zu meiner Frau, ich sag, guck mal, da vorne sind zwei Stück, stehen da in der Ecke, die sind da am Bumsen. Oh. Da sagt sie zu mir, das darf doch nicht wahr sein. In einem öffentlichen Schwimmbad? Im öffentlichen Schwimmbad, in dem Eingangsbereich, wo das Wasser nicht so tief war. Also die gucken alle noch so mit dem Oberkörper, also mit dem Kopf oben raus. Umso schlimmer, weil da sich die Kinder ja auch aufhalten. Ja, aber das war abends spät, es waren keine Kinder da. Ach so, ja. Und dann sagt meine Frau, darf doch nicht wahr sein, doch. Und als wir denn aus dem Schwimmbad rausgingen und wir gucken nochmal dahin, sagt meine Frau, guck mal, da schwimmt gerade Sperma nach. Also so eine Sauerei und ich bin denn jahrelang nicht mehr. Also wir, vorige Woche haben wir mal überlegt, ob wir nochmal da schwimmen gehen sollten. Ja. Und dann sind wir doch nicht hingegangen, weil uns halt immer wieder einfällt, diese Schweinerei, was da los gewesen. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Wie war das denn, wie kam es, dass ihr euch am Anfang sofort sicher wart? Konnte man das sehen, dass also, die... Also, meine Frau hat ihre Runden geschwommen und ich habe dann immer mal Pause gemacht nach einer Bahn und bin in diesem Bereich gewesen, habe da ungefähr so 3-4 Meter vom Weg gestanden und habe gesagt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Also es war ganz eindeutig? Eindeutig. Waren denn viele Leute im Schwimmbad? An und für sich nicht mehr so viele. Ja. Hat das denn jemand anderes auch noch gesehen, außer das kann ich so nicht sagen. Also ist auf jeden Fall, meine Frau wollte das gar nicht glauben. Die sagt, du bist doch verrückt. Ja. Das kann doch nicht möglich sein, dass die da am Bumsen sind, doch. Und als wir dann rausgingen, wir sind dann rausgegangen, weil die Leute gefielen mir nicht. Der war so pickelhaft und so. Wie alt waren denn die Täter? Ich schätze, dass die so 18, 19. Ach so, also recht junge Leute noch. Warum habt ihr dem Bademeister nicht Bescheid gesagt? Also, ich hatte so nach dem Bademeister so gewunken und hingeguckt, hatte nur die Achsel gezuckt und dann ist der weggegangen. Ja, das ist ja noch skandalöser. Das heißt, der hat das auch noch gesehen und hat nichts unternommen. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat, ob er das nicht richtig gedeutet hat. Also, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall war uns denn zum Kotzen, sagen wir mal. Kann ich gut verstehen. Wäre ich auch nicht gerne wieder hingegangen. Ich finde, das gehört nur wirklich nicht in die Öffentlichkeit. Nee, und wenn die Bock aufeinander haben, sollen sie es zu Hause machen oder weiß ich wo, aber nicht in einem öffentlichen Schwimmbad. Kann ich auch. Und dann mit den Folgen auch noch, mit den unappetitlichen Folgen, wie du sie gerade beschrieben hast. Ja. Ja, das ist eine Biesterei gewesen, also muss ich ganz ehrlich sagen. Wie viel? Ich habe es gerade nicht ganz auf dem Schirm. Wie viele Jahre ist das her? Ich schätze, das ist so 5 Jahre her. 5 Jahre. Und seitdem seid ihr nicht mehr in dieses Schwimmbad gegangen? Sind wir nicht mehr in diesem Schwimmbad gewesen. Verständlicherweise. Vorige Woche habe ich zu meiner Frau mal gesagt, ich sage, sollen wir mal wieder dahin schwimmen gehen? Und da sagt sie, ja, wir können ja mal schwimmen gehen, aber da ist es denn nicht zugekommen. Und ich glaube, das hat daran gelegen, dass diese Sperma-Geschichte... Ja. Seid ihr denn in der Zwischenzeit woanders schwimmen gegangen? Ja, selbstverständlich. Also ihr habt nicht auf den Sport verzichtet. Nein, das haben wir gemacht. Ja, Heiko, das war genau so eine Geschichte, wie ich mir das vorgestellt habe. Erlebnisse in Schwimmbad und Sauna, was so passieren kann. Ja. Und euch ist es passiert. Ja. Und
Ich muss auch mal sagen, dass ich wirklich ganz erstaunt und auch empört bin, dass der Bademeister da nicht eingeschritten ist. Ja. Ja, aber so ist es nun mal. Das ist halt so, ja. Und der eine achtet drauf und der andere achtet nicht drauf. Ja, ja. Das ist natürlich eine Biesterei, sowas. Ja. Nichts Schönes. Ich danke für den Anruf. Alles klar. Wünsche dir und deiner Frau alles Gute und sage einfach mal so schöne Grüße an danke euch beide. Ja. Und können wir von dir ein Autogramm bekommen? Ja, sehr gerne. Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Okay. Heiko, tschüss. Tschüss, Domian. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Erlebnisse in Schwimmbad und Sauna. Was habt ihr in einer Sauna oder in einem Schwimmbad schon alles erlebt? An unangenehmen, unappetitlichen Sachen, wie wir es gerade gehört haben, vielleicht auch Dinge, die zum Schmunzeln sind, vielleicht auch traurige Sachen, Unfälle, vielleicht auch irgendwelche bizarren Dinge, die ich mir jetzt gar nicht so vorstellen kann, aber es gibt ja irgendwie immer alles, das erfahren wir hier in dieser Sendung nur allzu oft. Also, wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt, 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de und in die Mail bitte eure Telefonnummer reinschreiben und euer das, was ihr zu erzählen habt, relativ kurz fassen, damit die Kollegen schnell agieren können im Hintergrund. So, herzlich willkommen, sage ich jetzt zu André, und André ist 20 Jahre alt. Hallo André. Ja, hallo Jürgen. Hallo André, schön, dass du da bist. Jo, finde ich auch. Ja. Und zwar, bei mir geht es darum, dass ich seit ungefähr 6 Wochen wieder in die Sauna gehe. Ja. Und du musst dir das so vorstellen, es gibt da bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags, gibt es da Herren- und Damensauna. Das heißt, zuerst ist es getrennt. Ja. Es gibt da 2 Saunen und ab 18 Uhr werden dann beide Saunen, also zweimal zusammengelegt, das ist dann gemischte Sauna. Ja. So, und da habe ich vor 6 Wochen abends, ziemlich spät, um 9:30 ungefähr war das, ein Mädel gesehen, beziehungsweise kennengelernt, die ich mir erst nur betrachtet habe, so. Und dann irgendwann. Ist ja ein guter Ort, um alles genau zu betrachten in der Sauna. genau. Und, ja, dann stellte ich mir im Kopf so ein bisschen wilde Fantasien vor und auf einmal war es mir dann ganz peinlich, ich guckte an mir runter und bekam einen irrigierten Penis. Ich wollte gerade sagen, zu sehr wilde Fantasien darf man sich in der Sauna nicht machen. Ja, das stimmt. Das wurde mir zum Verhängnis. Du hast kein Handtuch dabei? Nee, ich hatte zwar ein Handbuch, aber ich lag da drauf. Du lagst da drauf? Ja. Und wie viele Leute waren noch in der Sauna außer Nur sie. Nur sie und du? Nur sie und ich. Und sie ist 21 und sieht nicht schlecht aus. Habe ich mir schon gedacht. Ja, und dann auf jeden Fall guckte sie dann rüber, merkte das, lächelte und sagte, gefällt dir, was du siehst? Ich sag, war erstmal völlig verlegen und sagte dann, ja, wonach sieht's denn aus? Und dann sagte sie, soll ich dir vielleicht behilflich sein bei irgendetwas? Ich sag, ziemlich plump, war erstmal völlig verlegen und dann sagte sie, komm mal mit. Ich überlegt, ich muss dazu sagen, ich bin seit 3 Jahren verlobt. Ach so. Und überlegte dann, bin halt auch nur Mann, bin dann mitgegangen. Da es bei mir in der Beziehung im Moment ein bisschen kriselt, aber. Wohin mitgegangen? Bitte? Es gibt in die Damensauna, die wird einmal abgesperrt. Was heißt abgesperrt? Die wird zugemacht, es wird ein Zettel dran gehängt. Jetzt gemischte Sauna, bitte die andere benutzen. Ja. So, und die ist offen, also man kann reingehen. Aber eigentlich geht man nicht rein, die steht leer, aber man steht leer. Man kann, wenn man will, kann man rein. Genau, das Schild ist davor, deswegen soll man nicht reingehen, das Licht ist auch aus. Mhm. Und Dann hat die junge Dame dich mit in die Damensauna genommen. Die hat mich da mit reingenommen. Du, das Fleisch ist schwach. Bist mitgegangen? Ja, genau. Es war völlig dunkel. Es war warm, weil es war noch warm. Wir haben diese Heizung, diesen Dings angemacht. Ja. Und ja, dann fing sie dann halt an, mich in den Arm zu nehmen und sagte, gefällt dir das? Ich sag, jo. Dann war völlig verlegen und habe dann halt mitgemacht. Das heißt, ihr habt miteinander Sex gehabt, miteinander geschlafen. Ja. In der anderen Sauna waren inzwischen immer noch keine Leute. In der anderen Sauna, ob da Leute waren, keine Ahnung. Wir sind dann irgendwann in der anderen Sauna, in dieser Damensauna, die abgesperrt war. Genau, ist mir schon klar. Seid ihr irgendwann nochmal wieder zurückgegangen in diesen öffentlichen Raum? Wir sind danach rausgegangen, sind duschen gegangen, jeder in die jeweilige Herren- oder Damendusche. Ja. Und haben uns danach in der Cocktail, also in der Bar getroffen. Ach, das dann auch nochmal? Ja, genau. Und haben uns danach noch unterhalten. Und seit 6 Wochen geht die Geschichte, jeweils Dienstag und Donnerstag treffen wir uns da und schlafen miteinander. Ach, das war nicht nur eine einmalige Sache? Nein, das war keine einmalige, Das ist ein Ritual, das immer in der Sauna stattfindet. Genau, das ist immer in der Sauna, das ist seit 6 Wochen jetzt. Seid ihr denn immer abends alleine? Das kann doch gar nicht sein.
Also wir gehen dann, wir sind nicht alleine, also wir treffen uns dann in dieser gemischten Sauna. Und geht dann in die Samensauna? Dann gehen wir in diese Sauna, die dann abgesperrt ist. Abends 18 Uhr ist ja dann gemischte Sauna. Habe ich verstanden. Und das fällt keinem auf, dass ihr euch da immer zurückzieht? Wir sind noch nicht ein einziges Mal erwischen worden. Habe ich natürlich gleich jetzt. Mein erster Gedanke ist jetzt, was ist mit Verhütung? Was ist mit Schutz? Ja, sie sagte, ich habe mich danach mit ihr unterhalten, wie war das? Also wir haben kein Kondom benutzt beim ersten Mal. Mhm. Und ich fragte sie dann, wie ist das denn mit der Verhütung? Und sie meinte, da brauchst du dir keine Sorgen machen, ich nehme die 3-Monats-Spritze und ich bin sauber. Naja, das kann... Das sind Sprüche. Das sind Sprüche, das kann ja so sein. Aber ich meine, so wie sie aussieht... Hat das gar nichts zu sagen. Hat das nichts... Hat das also, nichts zu sagen. Und jetzt, die letzten Male hast du das Gummi mit reingenommen, oder wie? Bitte, nee, jedes Mal ungeschützt. Jedes Mal? Bist du wahnsinnig? Ich war, ja... Bist du wahnsinnig? Ja. Ich hatte gestern hier, ich weiß nicht, ob du gestern unsere Sendung gesehen hast. Ich hab's gestern mitgekriegt, ich hab's gesehen, ja. Ja, Jan hieß ja gut. Jan hieß er ja gut, das war natürlich ein Extremfall, aber in kleiner Variante machst du ja genau dasselbe jetzt im Moment. Du kennst diese Frau überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Du weißt nicht, was mit der Frau los ist. Hinterher gehen wir einen Cocktail trinken, dann sitzen wir da vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, rauchen eine Zigarette, trinken einen Cocktail. Ja. Und dann erzählen wir uns ein bisschen aus dem Leben. Was überhaupt nicht bedeutet. Ich habe eine rote Brille, eine pinke Brille auf, wie man so sagt. Ne? Also ja, aber das ist der absolute Wahnsinn, was du da machst. So, und zudem bist du auch noch verlobt, sagst du? Ja, seit 3 Jahren. Das heißt, du hast auch noch Sex, natürlich Sex mit deiner... Ja, hab ich. Boah, André, das ist absolut krass, Das kannst du nicht machen. Also erstmal abgesehen davon, dass du deine Freundin aber so richtig intensiv und heftig fremd gehst. Ja, das stimmt. Gefährdest du deine und ihre Gesundheit? Das stimmt. Du bist 20, ne? 20 Jahre alt. Gestern war ich auch so fassungslos. Ich glaube, der Jan war auch irgendwie so 21 oder so etwas. Mhm. Wir alle sind doch nur wirklich überaufgeklärt in Sachen Krankheiten, die man sich durch ungeschützten Geschlechtsverkehr holen kann. Das weißt du auch alles. Natürlich. Und das sind eben nicht ausschließlich die schwersten Krankheiten, nämlich HIV und Hepatitis C, sondern eben auch so viele andere Krankheiten. Ja. Abgesehen davon, dass ihr auch schwanger werden könnt. Das stimmt. Ich meine, sie hat zu mir gesagt, sie nimmt die 3-Monats-Spritze. Ach, André, das ist eine wildfremde Frau. Ja, das stimmt. Die kann dir alles erzählen. Die kann auch kein gesund aussehen und weiß was ich. Du weißt gar nichts. Das ist alles nur Maskerade. Ja, das stimmt. Das ist die reine... Das ist die blinde Geilheit, die dich da immer wieder rein saugt in diesen Raum, ne? Mhm. So ist es, ne? Ja, ich, du hast recht. Ja. Das heißt, du bist auch, hast gerade die Andeutung gemacht, dass du auch nicht so zufrieden bist mit deiner Beziehung? Ja, das stimmt. Also, wenn es nach mir ginge, hätte ich diese Beziehung schon vor einem halben Jahr beendet. Nur, ich weiß, wie sehr mich diese Frau liebt. Und ich bin auch selber auf mich sauer, dass ich mich einfach nicht von ihr trennen kann, weil ich habe Angst, die Frau zu verletzen. Aber du liebst sie nicht mehr? Nein. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr die Liebe, die es vor 3,5 oder die es vor 3 Jahren war. Ja. Jein klingt immer eher wie Nein. Ja. Wenn man von Liebe redet. Ich glaube, da gibt es kein Jein. Da gibt es entweder Ja oder Nein. Ja, dann würde ich mich für Nein entscheiden. Puh. Da musst du raus aus der Beziehung. Sie ist ein Jahr jünger als ich, sie ist 19, wenn man 3 Jahre mit ihr zusammen ist und... Klar, ist das hart. Ich war der Erste damals, der sie, ich sag jetzt, entjungfert hat und ja. Ich weiß, wie sehr sie an mir hängt und... Ja, alles zugestanden. Ich habe echt Angst, wenn ich die Wahrheit sagen würde und sagen würde, du, da ist nichts mehr, ich fühle nichts mehr, ich meine, wir können gerne Freunde bleiben, da habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn du das möchtest, aber... Du verdrängst das ganze Problem nur. Du kannst ja nicht die nächsten Jahre so leben. Ich meine, diese Geschichte mit der Sauna ist ja schon ein Zeichen dafür, dass du gierig bist auf andere Dinge, dass du abenteuerlustig bist und neue Dinge erleben willst. Über kurz oder lang wird irgendwann eine Frau kommen, in die du dich auch verknallst. Das habe ich ja an diese Frau, mit der ich Sex habe. Ach so, so weit ist es sogar, dass du dich verknallt hast. So weit ist es. Ach so. Sie sich ja auch in mich. Ach so, ich habe verstanden, das ist nur so eine Sexgeschichte. Nee. Das ist ja so weit, dass sie sich auch in mich verliebt hat. Sie ist solo. Und ich habe ihr von meiner Verlobten erzählt, auch dass es da ein bisschen Krise, nur ich mich einfach nicht von ihr binden kann. Mhm. Und so langsam ist es so beim letzten Mal, also jetzt heute sagt sie zu mir,
dass sie mehr möchte und hat mich halt vor die Wahl gestellt, was ich denn, ob ich jetzt nun... Oh, das geht aber schnell bei ihr. Ja, 6 Wochen, ne? Also, André... Ich meine, es war nur Sex und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich finde, egal ist, ob da diese Frau in der Sauna da ist oder nicht da ist, dass du das in Ordnung bringen musst. Und du bist feige. Du meinst, ich soll mich reinhören und... Du bist feige. Du hast Angst, vor die Frau zu treten und zu sagen, es ist aus. Und rechtfertigst das damit, dass du sie nicht verletzen willst. Ja, natürlich wirst du sie verletzen und es wird ihr wehtun. Aber das, was du jetzt machst, ist noch viel schlimmer. Du hintergehst sie, du liebst sie nicht mehr, in Gedanken bist du ganz woanders. Weißt du, wenn sie jetzt hier säße, deine Freundin, und sie vor die Wahl gestellt würde, lieber einen klaren Satz, der sehr weh tut, oder so mehr oder weniger über lange Zeit hintergangen zu werden, bin ich aber sicher, was sie antworten würde. Ich habe es ja schon mal versucht, mich von ihr zu trennen. Ich habe es ihr gesagt, vor circa 3 Monaten. Und die Reaktion von ihr, also ich weine und ich weiß ich nicht, die Reaktion von ihr, dann waren wir 2 Tage auseinander und dann kam sie wieder an und war völlig verletzt und verstört und verheult und ich konnte einfach nichts anderes als zu ihr sagen, na gut, komm wieder her, ich versuche es nochmal. Ja, aber das war auch eine Lüge. Ich habe die allein die... Eigentlich wolltest du es nicht. Es ging auch ein, zwei Monate so gut, nur dann fiel sie wieder in ihre alten Verhaltensmuster und... André, das ist halt das Schlimme in der Liebe, dass man natürlich immer denjenigen, den man verlässt, dem tut man weh. Aber so ist es nun mal. Irgendwann wird dich auch jemand verlassen und... Bitte? Ich konnte diesen Anblick nicht ertragen, wo sie dann bei mir wieder ankam. Den musst du ertragen können. So ist es dann nun mal. Und das ist dann das ehrliche Leben. Im Moment lügst du dich so durch die Tage. Stimmt. Da bin ich auf weiß Gott nicht stolz. Schläfst du denn auch wirklich dann noch mit deiner Verlobten? Nein. Also ja, mache ich schon, aber eher ungewollt. Was heißt ungewollt? Also ich schlafe mit ihr und... Also das machst du auch nur, um mir das Gefühl zu geben, dass ich noch mit ihr zusammen... Ah, das geht nicht, André. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Das kannst du nicht machen. Da musst du auch durch. Da musst du das auch aushalten, dass sie so leidet. Ich finde, das ist das Allerwichtigste, was du jetzt eben ganz schnell in deinem Leben jetzt auch klären musst. Und dann kannst du sehen, was mit deiner Saunabekanntschaft wird. Es ist ja eigentlich eine nette Geschichte mit der Sauna. Es ist eine schöne Geschichte. Ja. Und vor allen Dingen, wenn da sogar erst eine Liebe entstehen würde, ist das schon ein sehr schräger Anfang von einer Liebesbeziehung. Ich habe auch echt das Gefühl, so dass sie, also ich habe mich lange danach, also abends mit ihr unterhalten, wir telefonieren auch öfters zusammen und ich habe das Gefühl, dass ich mit dieser Frau perfekt auf einer Wellenlänge bin. Aber ich hab, das Gleiche hatte ich damals mit meiner jetzigen Freundin auch. Und das hat man meistens, wenn man verliebt ist. Ja, klar. Aber leider vergeht das dann nach einer gewissen Zeit. So, André, ich glaube, ich hab dir alles ganz klar meine Meinung gesagt. Ich bitte dich zu handeln. Ja. Alles Gute. Jo. Tschüss, André. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ich bin froh, dass du wieder da bist nach deiner Krankheit. Das freut mich. Okay, dass du sagst. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute. Erlebnisse in Schwimmbad und Sauna. Was ist euch in einem Schwimmbad oder in einer Sauna schon passiert? An schönen Sachen oder auch an weniger schönen Sachen? Wenn ihr gerne mir das erzählen möchtet, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder mailt ganz einfach. Und hier ist Fred. Fred ist 50. Hallo Fred. Moin, moin, Jürgen. Ja, guten Morgen. Also, zu unserem Thema rufst du an? Ja, Wellness-Wochenende war das bei uns. Ein Wellness-Wochenende? Ein Wellness-Wochenende. Stimmt, man sagt ja heute gar nicht mehr Schwimmbad, man sagt ja, wir gehen heute in den Wellness-Bereich. Ja, Wellness, das war ja ein Geburtstagsgeschenk, ne, sozusagen. So mit, was eben in Wellness-Hotels da ist, ne, so Schwimmbad, ja? Und Sauna und Massage mit allem drum und dran eben. In einem Hotel? In einem Hotel, richtig, wurde uns geschenkt, wurde mir geschenkt zum Geburtstag und von meinem besten Freund mit seiner Frau wurde mir das geschenkt. Der beste Freund hat dir das geschenkt? Richtig. Ja. Bist du verheiratet oder zusammen mit einer Frau? Nur zusammen. Ja. Okay, aber hat man es dir alleine geschenkt oder euch beiden, deiner Partnerin und dir? Eigentlich uns. Ja. Ja, und wie ging es dann? Weiter? Weil alleine macht ja keinen Spaß, denke ich mal. Nee, stimmt. Weil da hat man davon nichts, denke ich. Ja.
Ja, was ist dann passiert? Ja, sind bei ihm hingegangen, ne, also haben es auch genossen erstmal, ne, uns so schön massieren zu lassen, bedienen zu lassen, ne? Mhm. Und abends dann in das kam eben dieser Saunagang. Mhm. Und in der Sauna gab es dann auch so Blicke dann von meinem besten Freund zu meiner Frau, von und so, ne? Sag mal, Blicke, ach, der beste Freund war auch mit. Der war mit, wir waren praktisch zu viert in der Sauna. Achso, und der beste Freund mit seiner Frau und ihr beiden. Ganz genau. Aber da waren auch noch andere Leute in der Sauna, oder nur ihr vier? Nein, da waren nur wir vier. Nur ihr vier? Nur wir vier. Wie lange ist das dein bester Freund? Schon immer? Wir waren so 12 Jahre befreundet. Okay, so, jetzt gab es Blicke. Ja, Blicke, also, ich weiß nicht, ob das weißt, so Blicke, die mehr fordern. Ich kann es mir schon vorstellen. Also dein bester Freund hat deine Freundin so angeguckt, wie er sie eigentlich nicht angucken sollte. Sollte, richtig. Und du hast es bemerkt. Und natürlich. Und dann kam auch von ihm gleichzeitig der Spruch: Du, was hältst du davon, wenn wir Partnertausch machen? Ach, dieses pikante Angebot kam in der Sauna. Kam in der Sauna. Wo, ne, ihr vier alle nackig nebeneinander saßt. Ja, richtig. Und da fielst du aus allen Wolken, oder? Die müssen schon untereinander abgesprochen haben, weil seine Frau wusste es anscheinend schon, ne? Mhm. Und ich guckte reichlich irritiert. Ja. Meine guckte reichlich irritiert. Und deine Frau? Guckte auch reichlich nach dem Motto, hat sie jetzt richtig gehört oder hat, ne? Das heißt, die beiden, dein Freund, dein bester Freund und die Frau, die hatten das schon so irgendwie eingefädelt für sich und das geplant. Ja, das zu sagen. Ja. Und haben euch dann so überrumpelt mit diesem Vorschlag. Richtig. Und dann? Ja, im Prinzip, ich war neugierig. Mhm. Meine Frau anscheinend auch. Mhm. Und dann haben wir uns eben dann nach einer gewissen Schwitzzeit noch in der Sauna drin, ja, in unser Zimmer zurückgezogen, zu viert. Ach. Und dann? Ja, dann sind wir eben zu viert auf dem Bett gelandet. Und dann ging die Fummelei los, sozusagen. Ja. Und dann? Ja, ja, ich weiß. Ja, ist es richtig zur Sache gegangen? Ist richtig zur Sache gegangen, ja. So richtig partnertauschmäßig? Richtig partnertauschmäßig, wobei ich dann mittendrin aufgehört habe. Also ja, plötzlich keine Lust mehr gehabt. Ja. Ich weiß nicht wieso, weshalb. Plötzlich keine Lust mehr, ne? Ja. Ja gut, kann ja passieren, wenn man keinen Bock mehr hat. Und richtig, und ich guck dann, ich sag dann zu seiner Frau, ich mag das nicht mehr. Ja. Ich sag dann zu meiner Frau, hab sie angestupst, hab gesagt, komm, hör auf. Ja, ich weiß, lach mal. Also sie war gerade noch zu Gange mit deinem besten Freund und hast du gesagt, hey, ja, komm, hör auf. Genau, es hört sich blöde an, war aber so. Nee, also so, okay, finde ich, nee, hört sich nicht blöd an. Ja, und da, hat sie dann auch aufgehört? Nee, eben nicht. Ach. Ja, ich glaube, sie hat es gar nicht gemerkt, als ich das gesagt habe. So war sie in genau. Dabei. Ich natürlich stink ich sozusagen. Ja. Hab mir was angezogen, bin wie gesagt, erstmal runter an die Bar gegangen. Ja. Und deine Frau blieb tapfer oben bei den beiden. Richtig. Und nach ungefähr einer Stunde kam sie denn an. Nach einer Stunde? Ja, schätzungsweise, also nach zwei Bier kam sie denn an und sagte, was denn los ist. Ja. Und da habe ich gesagt, kein Bock. Dass ich mich in Ordnung fand jetzt, und ich sehe darauf auch, ich sehe doch ja angestupft und habe zu ihr gesagt, bitte hör auf, ich finde das nicht in Ordnung. Ja. Habe ich nicht gemerkt, sagte. Dann sage ich, okay, aber auf jeden Fall. Aber die hat doch gemerkt, als du gegangen bist. Also ich meine, so von Sinnen kann sie ja nicht gewesen sein. Hat sie, wie gesagt, angeblich nicht gemerkt. Aha, dann muss es ja aber gut gefallen haben. Ja, habe ich mir auch gedacht. War sie dann sauer, dass du gegangen bist? Irritiert sozusagen. Ja, also sie konnte es nicht nachvollziehen. Ja. Zumal ich ja einverstanden war am Anfang. Was hat denn jetzt dieser Vorfall für eine Folge, so für eure Liebe oder auch für, ja, erstmal auf euch beide, auf deine Freundin und dich bezogen? Oh, ein halbes Jahr lang war nichts mehr. Oh. Ja, also, oh. Ja, wir haben zwar zusammen gelebt, zusammen gewohnt, zusammen gegessen, zusammen geschlafen, aber kein Sex vollzogen. Sozusagen. Also das Ganze hat einen richtigen Knacks verursacht.
Richtig. Ja. Und mein bester Freund war mein bester Freund. Das ist jetzt auch vorbei? Das ist auch vorbei. Oh. Wann war dieser Vorfall? Es war, wie gesagt, vor 4 Jahren. 4 Jahre? Mhm. 4 Jahre her. Mhm. Und ein halbes Jahr gab es dann, wie gesagt, bei uns kein Sex. Ja. Ich habe einfach gesagt, nee, ich will nicht. Hat sich das denn dann nach dieser gewissen Zeit wieder eingerenkt? Hat sich's eingerenkt. Du bist heute mit der Frau noch zusammen? Immer noch, ja. Allerdings, wie gesagt, mit dem Versprechen kein Partnertausch mehr. Ja, kann ich auch verstehen. Wenn man da keinen Bock drauf hat, darf man das auch nicht machen. Du bist das beste Beispiel dafür, Sexualität ist so ein subjektives und feingliedriges System, oder da kann man so schnell einen Schaden anrichten. Du bist ein gutes Beispiel dafür, dass man das nicht tun sollte, wenn man es nicht will. Ja, aber die Neugier war ja da. Ja, verstehe schon. Weil es war neu, es war eine neue Erfahrung, ne, die hätte mir ja vielleicht gefallen können. Nun könnte man ja sagen, okay, Fred hat sich darauf eingelassen, er hat erkannt, dass es nicht sein Ding war und gut ist. Warum aber ist jetzt der Kontakt zu dem besten Freund auch kaputt gegangen? Ich meine, er hat ja nichts Schlimmes gemacht, er hat ja nur einen Vorschlag gemacht und ihr seid sogar darauf eingegangen. Ja, ich will da vielleicht ein bisschen nachtragen, ne? Also er hat auch versucht zu erklären, ja, nach dem Motto, ja, du warst doch auch einverstanden und sage ich, ja, hast aber auch gemerkt, dass ich dann nicht mehr einverstanden war mittendrin. Also vielleicht ist es auch so, dass du dich ein bisschen überrumpelt hast gefühlt, da in dieser Saunasituation, dass er das gefragt hat. Wahrscheinlich, ne? Wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn ihr beiden Jungs euch vorher mal zusammengesetzt hättet und einfach mal drüber gesprochen hättet. Ja, wir haben ja sonst immer zusammengesessen, ne? Mhm. Wir haben da, ich sag mal so, ihr kennt ja sicherlich Herrenabend. Die Damen haben da nichts verloren, sondern sitzen die Herren zusammen und trinken ein Bierchen und wird über Gott und die Welt gequatscht. Ja. Und aber das Thema kam eigentlich nie. Und plötzlich kam es dann in der Sauna. Als hätten sie es dir bewusst geschenkt, diesen Wellness-Aufenthalt, um in der Sauna dann dieses umreiche Angebot zu machen. Wer weiß es? Ein umoralisches Angebot. Ja, ich meine, wir hatten schon gefreut, ne? Weil das bekommt man auch nicht immer geschenkt, ne? Natürlich nicht. Aber deine Freundin hat das letztendlich gut gefallen. Die hätte es auch nochmal gemacht. Ich denke ja. Also ich habe sie ja gefragt, ne? Ja. So sagt sie ja gut. Es war so schlecht nicht, sagt sie. Ja, aber nun ist es auch gut und sie akzeptiert auch, dass du das nicht nochmal machen möchtest. Richtig, ja. Und ich habe ihr auch gesagt, also wenn wir weiterhin zusammenleben wollen und ich meine, inzwischen ist es ja schon Schnee von gestern sozusagen, dann machen wir das nicht nochmal. Ja, na gut, dann habt ihr euch ja so geeinigt und dann ist es ja auch in Ordnung so. Ja, aber wie gesagt, ein halbes Jahr lang war halt doch ziemlich Schweigen und eises Kälte im Bett sozusagen. Ja, ich bin ja froh, dass sich das dann doch wieder alles so gerichtet hat und dass ihr beiden wieder froh und glücklich zusammenlebt. Ja, ich meine, muss man ja. Lieber Fred, ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir und deiner Freundin alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Und dir noch einen schönen Morgen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Herzlich willkommen, Thomas, 46. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Thomas, auch zu unserem Thema Schwimmbad, Sauna. Ich bin als Jugendlicher, zweimal vom Bademeister wiedergeholt worden, weil ich schon Atemstillstand hatte. Oh, du warst untergegangen? Ich bin nicht untergegangen, sondern wie das damals so mit Schulkameraden in Schwimmbad reingehen und alle springen vom 5-Meter-Brett, nur ich natürlich nicht. Und ja, da wird man so gezwungen, also hochgeschleppt und runtergeschmissen. Ach, du warst ein bisschen ängstlicher Junge? Nee, war ich eigentlich nicht, nur ich konnte das nicht haben, wenn mich jemand rumkommandierte, vor allen Dingen nicht Gleichaltrige, und schon gar nicht mich anfasst, das kann ich heute nicht mehr haben, das liegt aber an meinem Vater, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Okay, aber dann haben die Jungs dich da hochgeschleppt auf das Fünfer? Ja, und auf den Fünfer runtergeschmissen, und normalerweise ist ja kommt dann so der Instinkt, man lässt sich einfach hochtreiben, ja, man kann ja eigentlich nicht untergehen. Ja. Aber in meiner Panik habe ich dann gepaddelt, aber nicht nach oben, sondern nach unten. Nach unten? Achso. Immer tiefer. Das kriegt man ja in Panik gar nicht mit. Ja. Und irgendwann war die Luft Ende und dann ist einigen Leuten aufgefallen, dass ich wohl nicht mehr hochkam. Ja, und wenn ein Fünfer da ist, das heißt, das Becken muss auch recht tief sein.
Ja, das war ja ein Schwimmerbecken. Genau, ja, ja, klar, davon bin ich ausgegangen, ja. Ja, ja, ja. So, ja, genau. Da war der, wie alt warst du da ungefähr? Da war ich 11. Da war ich 11. So, dann. Das, und da hab ich, der Bademeister hat mich dann, wiederbelebt. Also, der hatte kapiert, der Junge kommt nicht hoch. Und ja, ist der Bademeister dann in das Wasser gesprungen? Richtig, ganz genau. Und hat sich wirklich von unten, vom Grund auf, hochgeholt? Ja, ich war nicht mehr ganz unten. Also, ich war schon wieder so auf, 2 Meter Höhe. Ja. Ungefähr. Warst du denn schon bewusstlos? Ich war schon weg, ja. Warst schon weg? Also, da habe ich schon nichts mehr von mir mitgebracht. Oh, war ja. Oh, war ja. Und das zweite Mal war, ich am Schwimmerrand wollte wieder dabei sein, wie immer, obwohl ich Panik hatte. Man wird ja auch dann eben ein bisschen gehänselt oder ja, ne, von Klassenkameraden oder wem auch immer. Wie viel Zeit lag denn dazwischen, zwischen dem ersten Vorfall und dem, den du jetzt erzählst? 2 Jahre. Der zweite, ja. Und da war ein Schulkamerad, der saß sogar 6 Jahre neben mir. Das war aber ein absoluter Sportsmann. Und der, ja, der ist, glaube ich, im Wasser geboren oder der war mal Fisch in seinem vorigen Leben. Und der hat mich dann am Fuß gepackt und mich nach unten gezogen, aber richtig bis nach ganz unten hin. Oh, das ist ganz, ganz gemein. Ja, und da war wieder die gleiche Situation. Und da musste der Dorfbademeister, der mich ja auch kannte, ich bin ja auf einem kleinen Dorf groß geworden, musste mir das zweite Mal wiederholen. Aber was für ein Glück, dass ein Bademeister hat ja nicht immer alles im Auge, dass er das gesehen hatte und das eben auch beobachten konnte. Nein, ich bin da im Dorf groß geworden. Wir waren damals ja knappe 10.000 Einwohner. Ja? Ja. Heute ist es über 30.000, aber damals war noch überschaubar und jeder kannte jeden. Hm. Ja. Und ja, auf jeden Fall ist das bis heute so geblieben. Ja. Wenn ich also im Wasser bin und das Wasser geht zur Brust, dann ist aber schon Schicht im Schacht. Und anfassen im Wasser oder am Wasser oder mich zum Wasser hinführen, das ist bei mir, da werde ich, sagen wir mal so, zur Rasenwildsau. Also ein Trauma, was in den Nachwirkungen geblieben ist bis heute? Bis heute. Bis heute. Ja, ja. Aber schwimmen kannst du? Wenn ich alleine bin und weiß, wenn ich, also ich kann stehen. Ich bin nicht der Kleinste, ich bin 1,87. Ja? Also ich muss stehen können. Dann kann ich auch schwimmen. Ja? Ach so. Aber auch da ist noch, wenn mich irgendwas im Wasser berührt und wenn es nur ein Blatt ist oder ein kleiner Ast oder irgendwas, gehe ich automatisch mit dem Bein runter und ich komme nicht mehr hoch. Ach, aber du hast früher, auch vor diesem ersten Vorfall mit dem 5-Meter-Brett, hattest du richtig schwimmen gelernt? Ja, natürlich. Wir hatten sogar noch, die alten Firmen hier, die hatten noch Löschteiche, was war Baden verboten. Ja. Ja, wie so Wasserratten. Ne? Das heißt, so im Sommer im Meer baden ist für dich unmöglich? Unmöglich. Solange du stehst? Unmöglich, absolut, ja. Also mit dem Boot rausfahren und vom Boot aus ins Meer springen wäre für dich undenkbar? Das wäre für mich undenkbar. Und da war eine Situation, vor 2 Jahren war ich in Kroatien, in Zadar unten und hatte da eine Bootsfahrt mitgemacht. Und da waren Italiener und Engländer auf dem Schiff und die waren schon etwas angetrunken, ja, und wer wollte an Bord bleiben? Ich. Als geankert wurde von einer kleinen Insel. Und ja, das ging aber dann ruckzuck und da war ich im Wasser. Oh, die haben dich dann genötigt, ins Wasser zu gehen, oder wie? Nein, die haben mich mit 4 Mann gepackt und die haben mich reingeschmissen. Ach du lieber. Und da? Da konntest du nicht stehen? Nee, da konnte ich nicht stehen. Das war richtig draußen, das war draußen auf dem Meer? Stehen konnte ich nicht, aber ich habe mich dann irgendwann an so Felsen, ich habe einen Felsen zu fassen gekriegt, hat mir auch einiges offen geschlagen daran. Und dann habe ich mich die ganze Zeit festgehalten, den Kapitän angerufen und der hat mich dann mit dem Seil rausgeholt und ja, da ist es dann an Bord leicht eskaliert. Das glaube ich, das glaube ich. Weil das ist ja für dich das Schlimmste, was man dir antun kann wahrscheinlich. Ja, das, ja, ganz genau. Im Prinzip solltest du, im Prinzip solltest. Andere Sache ist, ich bin ja 46 und egal, wie man das erzählt, die Leute akzeptieren das nicht. Die ziehen das alles ins Lächerliche. Ob ich jetzt bei der Bundeswehr war oder ich war sogar in psychosomatischer Kur, aber wegen einer anderen Sache. Und da habe ich das auch erzählt, aber Schwimmen stand da auf dem Stundenplan und ich musste mitmachen bei einer psychosomatischen Kur. Obwohl die wussten, was für ein... Obwohl die, ganz genau, und die haben das mitgekriegt, welche Panik ich hatte. Die Psychotherapeuten haben mich dazu gezwungen. Unverständlich. Also Druck ausgeübt. Unverständlich. Sehr unverständlich. Ja.
ja. Also ich meine, da muss man ja kein großes Wissen haben, um einfach zu kapieren, dass jemand Angst hat, wenn er in seiner Kindheit so etwas erlebt hat. Ist doch völlig normal, hätte ich auch. Ja, natürlich. Ja. Die zweite Sache ist, und solche Situationen, die kommen ja öfter vor. Ich habe zum Beispiel ein Jahr in Arenal gearbeitet. Mhm. Und Strand, viele Leute, da bin ich nicht spazieren gegangen. Ich könnte ja mal angerempelt werden auch von irgendwelchen Besoffenen, wie das vielen da auch passiert, vor allem Mädchen, vor allem Frauen, die werden dann von angebundenen oder irgendwelchen hysterischen Männern da unten, werden einfach ins Wasser geschmissen. Mhm. Sowas vermeide ich grundsätzlich. Oder wenn ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, hier bei mir vor der Tür an der Ruhe, und mir kamen 2, 3, 4 Jugendliche entgegen, da bin ich schon auf die Wiese gegangen. Ja, verstehe. Ja, eigentlich müsstest du hoch in den Bergen irgendwo wohnen, wo kein Wasser ist. wo kein Wasser ist, ja. Müsste sein kleiner Bach oder so. Schweizer Marine, ja. Weißt du, was ich wirklich ausgesprochen gruselig finde, die Vorstellung, die du erzählt hast, die zweite Geschichte, dass jemand einen von unten runterzieht. Ja. Ja, ich bin Leichtgewicht. Ja, ich brauche wie eine Paco mit Beule, sagen wir mal. Ja, ist ja egal. Also das denke ich. Ich habe überhaupt gar keine Scheu vor Wasser und schwimme auch sehr gerne. Ja. Aber wenn ich eben auf dem offenen Meer schwimme, also zum Beispiel mit einem Boot rausfahre und dann schwimmen gehe, habe ich auch immer so eine ganz diffuse Angst, dass mich irgendwas irgendwie anpacken könnte, von unten nach unten ziehen. Weil man ja nicht weiß, was das ist, ja schwarz unter einem. Also insofern kann ich das erahnen, dass was das für ein Schock war für dich damals. Das sind ja Urinstinkte. Ja, genau. Ja. Und die zweite Sache, die ich sagen wollte, also dadurch, dass ich schon zweimal weg war, weiß ich, wie ertrinken ist. Mhm. Mhm. Und genau, das haben wir gar nicht gerade weiter vertieft. Wie hat der dich denn wiedergeholt? Ich glaube, aber das ist ich aus meiner Sicht gar nicht schlimm. Ach. Nein, das ist, also durch dieses Gepaddle und durch den Sauerstoffentzug wird man irgendwann so wohlig warm und man gibt eigentlich auf. Und obwohl man weiß, man darf Mund nicht aufmachen und atmen, macht man es und in dem Moment ist man weg. Ja. Wir wollen jetzt mal keine Werbung machen für Ertrinken. Nein. Aber das wird wahrscheinlich jeder anders auch wieder. Du wirst verstehen, dass ich zweimal die Erfahrung gemacht habe. Und mit 15 Jahren wäre ich beinahe mal verbrannt in so einer Baumbude, die wir uns selber gebaut haben. Und habe ich dann abgefackelt und habe mich da durch die Wand getreten. Also verbrennen ist und Brandwunden. Ja, das glaube ich auch. Ja, die sind bei Weitem. Ja. Also das ist noch eine Frage zu dieser super GAU für mich. Ja, noch eine Frage zu dieser Wiederbelebung. Wie hat der Bademeister das gemacht? So wie man das halt lernt, wie man jemanden wiederbelebt, Mund-zu-Mund-Beatmung, Seitenlage oder was hat er gemacht? Ja. Und dann kam es auch wieder zu dir. Das habe ich ja gar nicht selber mitgekriegt, mir ist nur erzählt worden, dass ich also jede Menge Wasser gespuckt habe. Ja. Und außerdem der Bademeister damals, wie das in so einem kleinen Dorf ist, viele Ehrenamtliche, der war auch bei der Freiwilligen Feuerwehr und so weiter. Also der kannte sich schon aus. Ja, ne? Ja. Aber er hat auch hinterher gesagt, langsam werde ich ihm lästig. Also ich glaube, du solltest das Wasser meiden, das tut dir nicht so ganz gut. Ja, aber das ist auch so, wenn ich heute so Jugendliche im Schwimmbad sehe, wenn ich mal gegenüber sitze und mir einen Kaffee trinke oder wie auch immer, oder mit meinen Neffen mal dahin gehe und wie die Jugendlichen sich gegenseitig ins Wasser schmeißen oder auch welche, die es eigentlich schon wissen müssten, mit 12, 13, 14, aber auch 16, 17-Jährige, dass sowas passieren kann. Also da geht bei mir die Pumpe auf 180. Das glaube ich, geht es ja immer durch und durch und erinnert an früher, glaube ich. Ja, aber ständig. Lieber Thomas, ich habe gerade so gedacht, weil das dich bis heute so sehr beschäftigt, frage ich dich ganz einfach, du kannst es auch ablehnen. Möchtest du vielleicht diesbezüglich noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Nein. Das ist schon also insofern abgebongt und so nein, akzeptiert, wie es ist. Ich bin ja kein ängstlicher Mensch. War nur eine Frage. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen und fahre noch Motorrad. Also, ja, war nur eine Frage. Lieber Thomas, danke für den Anruf und für die Geschichte und alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, tschüss. Und hier ist die Yvonne und Yvonne ist 62 Jahre. Guten Morgen, Yvonne. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ich habe das Gegenteil zu berichten und zwar, ich bin relativ klein, leicht, fahre des Öfteren nach Oberhausen in ein Freizeitbad und da wird Wassergymnastik veranstaltet. Ja.
Und da kann ich mir sonst welch auch eine Mühe geben. Ich gehe einfach, ich komme mit den Füßen nicht nach unten auf die Fliesen. Ich paddel da rum wie eine Elfe. Es sieht einfach nur blöde aus. Ja. Und dann habe ich die Bademeisterin mal gefragt. Ich sag, hören Sie mal, ich komme da nicht mit, die haben ja so lange Gummiwürste, wo die immer mit rumtouren. Ja. Brauche ich überhaupt nicht. Ich kann aber auch keine Bewegungen mitmachen, weil ich ja den Halt nicht habe. Ja. Dann bin ich also zum Beckenrand gepaddelt, habe die Bademeisterin rangerufen, habe gesagt, hören Sie mal, ich komme hier nicht an, ich komme da nicht mit den Füßen runter. Mhm. Da sagte sie, das geht doch gar nicht, die stehen doch auch, Kinder rennen ja auch da durch, die meine Größe haben, 1,52 ist ja nun auch nicht gerade der Zwergenwuchs. Ja. Und dann hat die mich an den Schultern runtergedrückt. Und dann klappte das wohl, dann ließ die los, zack, war ich wieder oben, ach, wie ein Gummiball. Ach. Es ist einfach blöde und ich weiß nicht, die hat den Kollegen geholt. Das ist ja lustig. Hast du vielleicht Luft in den Adern oder zu viel Salz im Körper? Oder sowas? Ja, Luft, zu viel Luft. Es ist natürlich möglich. Ich leide zum Beispiel, könnte eine Lösung geben. Ich leide an einem Lungenemphysem, relativ stark. Ich habe das gerade mal nur so hingeplappert. Also ich, nee, aber das bringt mich doch. Oh, oh. Denn ich weiß, dass ich nur noch 22% Lungenvolumen habe. Mhm. Also auch mit mehreren Aerosolen versuche Luft zu kriegen. Und ja, im Wasser ist man ja leicht sowieso. Ja, ja. Es ist also von daher eine Betätigung, die nicht groß anstrengt. Ich mache ja kein Kampfschwimmen. Ja. Darfst du denn mit dieser Erkrankung überhaupt ins Wasser gehen? Ist das nicht gefährlich? Ja, ich kann ja da nicht, ich kann das sowieso nicht absaufen. Du kannst ja. Ich meine, einfach nur, wie ist denn das, wenn du kannst schwimmen? Ich kann, ja, man kann das über Wasser, ich kann mich über Wasser halten. Andere sagen, du kannst schwimmen, aber ich sage, ich bin jetzt nicht der Schwimmer. Ach so. Ich kann schwimmen, aber nur Sturheil, Brust schwimmen, Kopf hoch. Na gut, okay, aber. Das kann ich. Wie ist das denn bei dem normalen Schwimmen? Musst du dich da auch nicht großartig anstrengen und du bleibst doch oben? Doch, da gehe ich ab wie ein Zäpfchen, da bin ich weg. Da bist du weg. Aha. Da bin ich weg. Aber nur das, was du am Anfang beschrieben hast. Das kann jetzt damit zusammenhängen, dass es erstens mal, das Wasser ist so gelblich, dass es vielleicht thermal, dass da vielleicht, ist ja salzig oder so, vielleicht, ja, ist salzig, widerlich, stimmt. Keine Ahnung. Ja, ja, das ist so eine bräunliche Brühe. Ja. Denn da ist ja auch zum Beispiel ein Einstieg, sag ich mal, wo man reingeht, da ist ja, das ist ja so ein leicht abgeneigt. Ja, ja. Wo man runtergeht. Und da kann ich stehen, da hebe ich jetzt nicht ab wie eine Rakete und stehe da. Das nicht. Aber sobald ich dann reingehe, dass es eben bis zum Hals, und will dann weiter, dann Ende. Sobald ich, das geht nicht, meine Schultern gucken raus. Verrückt. Ich stehe da wie ein, ja, ich wie war eine Schwimmkerze. Ich war ja in meinem Leben noch nie am Toten Meer. Aber so stelle ich mir das da auch vor. Ja. Dass man einfach so da. Jetzt traue ich mich natürlich, mich nicht auf den Rücken zu legen. Ich weiß, dass man das kann, spiel den toten Mann, nur ich werde mich hüten, weil ich bin ja auch nicht so, ich bin ja nicht so der Wasserfreund, aber ich habe gedacht, ach, mach mal, sah ja auch drollig aus da mit den langen Würstchen. Ja. Ich denke, schließ dich mal an, mach mal mit. Ja, ja. Und dann klappte das nicht, bin den anderen da durch die Füße geschwommen, was heißt geschwommen, gepaddelt. Ja. Und da habe ich gedacht, Mensch, das kann doch nicht angehen. Das war mir peinlich. Ab zu der Bademeisterin, die holte einen Kollegen und sagte, guck dir die mal an. Die paddelt da rum, die kommt nicht auf die Pötte da unten. Aber weißt du, dann kann das auch nicht an dem Wasser liegen, denn dann wüsste die Bademeisterin das. Die hatte keinen Plan. Die hat keinen Plan. Das Nein, ist also ein Phänomen. Und ich kam mir davor wie eine Nixe, als hätte ich keine Füße. Und jetzt habe ich gedacht, als ich die Sendung sehe gerade, habe ich gedacht, musste mal erzählen. Weiß das einer? Was das sein könnte. Warum man da, vielleicht ist er ja irgend so ein kompetenter Mensch in der Leitung. Ja, vielleicht. Also ich rufe dann ja immer gerne dazu auf, wenn jemand etwas weiß, uns zu mailen, domian@wdr.de oder also wir müssten so Bleischuhe da unten dran, damit ich unten bleibe. Also du wärst ganz interessiert daran zu wissen, warum gehe ich nicht unter? Ja, warum gehe ich nicht unter? Warum gehe ich nicht unter? Das kann doch nicht angehen. Finde ich auch eine sehr spannende Frage. Würde ich auch gerne geklärt wissen. Wenn das irgendwie rauskommt, reden wir vielleicht nochmal miteinander. Ja. Auf jeden Fall werden wir dich sofort informieren, wenn eine interessante und gute Antwort von unseren Zuschauern und Zuhörern hier reinkommt. Klasse. Dann würde ich die auch mal da im Bad sofort informieren, weil denen war das sowas von rätselhaft. Ja. Die haben natürlich, die haben sich schlapp gelacht ob meiner Bemühungen da. Und ich habe dann da gedacht, naja, also das bringt das auch nicht, also setz dich schon gleich da hinten irgendwie unter Wasser. Ja. Und dann habe ich da zugeguckt, weil ich störe. Verstehe. Also ich kann ja nicht stillstehen. Bitte mailen oder wer kein Internet hat, ganz einfach schreiben, WDR Domian 50600 Köln. Das Denn das kommt ist doch äußerst seltsam. Also wir halten dich auf dem Laufenden und informieren dich, wenn das kommt, Yvonne. Danke für deinen Anruf. Okay, ich bedanke mich, eine schöne Sendung noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss.
Und weiter geht es gleich mit unserem Thema Erlebnisse im Schwimmbad und Sauna mit dem Steven, 21. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Steven. Guten Morgen schon. Oh, okay. Ja, klar. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja. So, auch zu unserem Thema hast du angerufen. Ja, genau. Und zwar, ja, wir waren letzten Sommer im Schwimmbad und ja, ein paar Kommilitonen von mir, also ich bin Student. Mhm. Und ja, ein paar sind dann schon früher gegangen, die lagen woanders und die kamen noch bei uns vorbei und haben gemeint, ja, wir glauben, da hinten ist ein alter Mann, also ein älterer Herr, der uns mit der Kamera filmt. Und wir so gemeint, okay, ja, naja, wenn er das meint, okay, dann geht halt. Aber ihr wart, hattet was an, ihr Badehose an? Ja, schon. Ja. Und die dann uns auch den guten Mann gezeigt und ja, irgendwie kam der dann zu uns in die Nähe, hat sich bei uns dann hingesetzt und ja, da waren dann auch noch ein paar Meter weiter ein paar kleinere Kinder und wir so gedacht, okay, wenn der gute Mann wirklich filmt, ist schon komisch, dass er sich da jetzt hinsetzt. Allerdings, ja. Weil die Kinder haben sich dann auch umgezogen, waren nackt und ja. Ja. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, gehen wir mal um den guten Mann drumherum und versuchen irgendwie zu gucken, ob der da wirklich eine Kamera hat oder so. Ja. Und hatte halt eine Tasche zwischen den Beinen und hat die auch immer so, also hat sich immer so hingesetzt, dass die Tasche und er so Richtung Kinder halt geguckt hat. Und uns kam das halt auch schon komisch vor, sind dann drumherum gelaufen, aber konnten auch nicht wirklich was erkennen und ja, irgendwann ist dann auch ein Gewitter aufgezogen, wo wir uns dann halt auch unterziehen mussten und sind dann halt, bei den Umkleidekabinen haben wir uns dann hingesetzt gehabt und hatten auch gedacht, okay, der gute Mann ist dann irgendwie verschwunden und so, haben den nicht mehr wiedergesehen. Ja. Und ja, irgendwann kam er dann doch wieder vor uns vorbeigelaufen und wir saßen halt und er ist vor uns vorbeigelaufen und hatte die Tasche so direkt auf Augenhöhe, dass wir halt auch genau sehen konnten, okay, er hat vorne in seiner Tasche ein kleines Loch drin, wo man das Objektiv von der Kamera sehen konnte. Ach, das konntet ihr sehen. Jo, und wir haben uns schon gedacht, nee, so ein Wichser. Also das macht man ja eigentlich echt nicht. Und dann halt auch mein Mitbewohner. Also das war ganz klar gewesen, dass der gar nicht euch gefilmt hatte, sondern die Kinder. Genau, genau. Vielleicht vorher auch unsere Kommilitonen, aber keine Ahnung. Ich glaube, der war schon eher auf kleine Kinder aus. Und ja, meine Mitbewohnerin und ich dann auch gleich gemeint, also wir haben uns nur angeguckt und sind aufgestanden und Richtung Bademeister. Ja. Und den Bademeister dann auch erwischt am Drehkreuz, am Ausgang. Ja. Und der gute Mann war dann halt auch gerade auf dem Weg zum Ausgang und war gerade im Drehkreuz beim Rausgehen und wir dann dem Bademeister schnell erzählt gehabt und er dann auch so, Moment, stopp, bleiben Sie mal stehen. Und ja, den guten Mann halt noch festgehalten und mit ins Bademeisterhäuschen und ja, dann hat er mal die Tasche aufmachen müssen und dann hat man auch wirklich die Kamera dann gesehen und ja, die lief auch noch, glaube ich. Und dann Polizei gerufen und alles Mögliche. Und die Polizei kam dann auch nach 20 Minuten oder so endlich mal und ja, hatten dann auch mitgenommen. Nur das Komische war dann halt irgendwie, also die Polizisten hatten dann auch von uns noch die Zeugenaussage mit aufgenommen, aber es kam nie was bei uns wieder an. Also dass wir mal irgendwie vor Gericht oder zur Polizei müssen. Ach so, die Sache ist im Sande verlaufen. Ihr habt nie wieder was davon gehört. Ja, und das ist eigentlich das, was an der Sache das Komische ist irgendwie. Vielleicht konnte man ihm nichts nachweisen. Ja, aber er hatte ja seine Kamera dabei und da hatte die auch laufen. Das echt komisch irgendwie. Ist ja schwer zu beurteilen von außen, was, aber die Polizei wird schon das getan haben, was sie tun konnte, wenn sie ihn, die haben sich ja mit ihm unterhalten und haben sich die Sache angesehen wahrscheinlich. Ja, wobei der Polizist halt auch zu uns meinte, dass wenn die Kinder sich da umgezogen haben, wo sie sich eigentlich nicht umziehen dürfen, also wenn sie sich draußen irgendwo umziehen, haben sie so gemeint, okay, in Anführungsstrichen sind sie selbst dran schuld, aber das kann ja auch nicht sein irgendwie. Also, ja, so viel zum Thema Rechtsstaat Deutschland. Ja, ja. Bist du Jurastudent? Ja, nee. Biologie. Aber, ja. Aber interessant, dass euch das gleich aufgefallen war, dass mit dem Typ irgendwas nicht stimmte. Ja. Aha. Er hatte sich aber ziemlich auffällig verhalten, ne? Ja, also er war auch schon ein bisschen, glaube ich, gestört. Und also, ich weiß nicht, wie man sagen kann, ob man ihn da typisch für kategorisieren könnte, aber irgendwie. Ja. Sah schon ein bisschen unnormal aus. Ja, aber ich finde gut, dass ihr da aktiv geworden seid, dass ihr den Bademeister benachrichtigt habt und der dann die Polizei. Und wenn nun nichts draus geworden ist, ja, kann man schlecht beurteilen von außen. Aber immerhin, ihr habt das getan, was ihr tun musstet, finde ich. Genau. Ja. Ja. Beispiel voran. Sowas passiert im Schwimmbad. Ja, und das Komische war auch, also wir so Bademeister dann auch gefragt, passiert sowas öfters und der so auch, ja, zu oft eigentlich. Also schon schlimm, was in deutschen Schwimmbädern so abgeht. Also das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Bademeister sicher sehr oft damit konfrontiert sind, dass sich da solche
abgewichsten Typen aber wirklich rumtreiben und den kleinen Kindern nachstellen. Irgendwie. Ja. Das glaube ich auch. Ja. Schon schlimm. Aber da werden die mittlerweile, glaube ich, auch ein gutes Auge drauf haben, da das ja nun sensibilisiert ist, das Thema, Gott sei Dank mittlerweile. Ja, war, glaube ich, so eine Kindergartengruppe oder so. Also es waren viele Kinder für wenig Frauen. Ja, ja. Steven, danke für deinen Anruf. Ja, kein Problem. Alles Gute, viel Erfolg beim Studium. Ja, auch. Ciao. Tschüss. So, 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de und das Thema Erlebnisse in Schwimmbad und Sauna. Wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, was ihr in einer Sauna oder in einem Schwimmbad vielleicht schon einmal erlebt habt an schönen oder auch weniger schönen Dingen oder vielleicht auch beobachtet habt, so wie der Steven es gerade erzählt hat, dann meldet euch hier bei uns und wir können uns so drüber unterhalten. So, weiter geht es mit dem Dietmar und Dietmar ist 41. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Dietmar. Hallo Domian. Ja, was hast du erlebt oder gesehen in einer Sauna, Schwimmbad? Ich war damals in einer Therapie, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, wo das stattgefunden hat. Ja. Ja, ich war nach dem Sport war ich noch in der Sauna und dort habe ich eine. Ich habe eine Bitte. Sonst können wir uns nicht unterhalten. Du musst den Ton absolut wegdrehen vom Fernsehen oder Radio. Habe ich jetzt. Sonst kann ich dich nicht verstehen. Also, nach dem Sport warst du in einer Sauna. Ja, ich war in einer Sauna, dort war auch eine Dame und plötzlich hat sie sich genähert. Ich war damals 34, also es war 2001, sie war 45. Wie stelle ich mir die Situation vor? Das war eine gemischte Sauna? Es war eine gemischte Sauna, ja. Wie viele Leute waren in dem Saunaraum? Zwei, ich und die Dame. Ach so, ihr beiden nur. Mhm. Ja, genau. Ja. Und plötzlich fasste sie mich im Schritt. Es war mir nicht unangenehm. Wie, die Frau fasste dich plötzlich an? In den Schritt, ja. Also sie hat mein Handtuch hochgehoben und fasste mich in den Schritt. Saß die denn direkt unmittelbar neben dir? Sie saß, ich sag mal, erst einen Meter neben mir und dann wurde es etwas näher und wir kamen auch irgendwie ins Gespräch, aber ich hatte erst überhaupt kein Interesse. Ja, gut, und dann wurde sie etwas, dann näherte sie sich dir an und dann? Ja, und dann habe ich eigentlich alles über mich ergehen lassen sozusagen. Denn ich war entspannt, ich fühlte mich gut und ich hatte diesen Stress des Tages innerhalb der Therapie vergessen. Und dann befriedigte sie mich oral. Das war eine, ich sag's nochmal, eine öffentliche Sauna, ne? Da hätte auch zu jeder Zeit jemand reinkommen können. Zu jeder Zeit jemand reinkommen können. Ich habe mir damals gesagt, ist gut, ich bin hier nur für ein paar Monate zur Therapie. So, dann kam es zu einer sexuellen Handlung. Das heißt, sie hat mehr gehandelt als denn du. Sie hat mehr gehandelt als ich, also sie hat mich oral. Ja. Und dann war der Saunagang beendet und ich habe dann noch eine Tasse Kaffee getrunken, also vor der Sauna, und ich habe es irgendwo noch gar nicht richtig verstanden und plötzlich überreichte sie mir ein Buch und ich habe gesagt, ich lese nicht. Wie? Sie überreichte ein Buch? Was war das für ein Buch? Das war das Buch Der Pferdeflüsterer. Aha. Ja, und dann... Hast du gesagt, ich lese nicht, vielen Dank? Ja, ich habe gesagt, ich lese nicht, dankeschön. Liest du nie? Nein, nee. Also ich habe meine eigenen Bücher, aber fremde Bücher lese ich eigentlich selten. Okay. War nicht Der Pferdeflüsterer. Und sie sagte mir dann, wärst doch trotzdem einen Blick rein. Und ich habe dann... Sie ging dann fort, bestellte noch zwei neue Kaffee. Ich habe einen Blick reingeworfen und da waren 200 Mark drin. Ach. In diesem Buch. Ach. Und das ist ja abgefahren. Das heißt, die Dame hat sich bezahlt für das, was sie tun durfte an dir? Das war eine 45-jährige, nette Dame, muss ich sagen. Sehr, sehr stilvoll. Sie war Privatpatientin dort. Ich war über die Kasse finanziert. Aber das ist ja ein Ding. Und dann rauschte die ab? Nee, wir haben dann noch zusammen Kaffee getrunken und wie das gesagt, ich sag, das ist mir sehr unangenehm. Ich sag, habe ich das noch nie erlebt, dass ich hier da irgendwo für eine Handlung bezahlt werde. Ich sag mal, was nur einseitig ablief. Aber gut, sie blieb locker. Sie blieb dabei, sie wollte dir das geben. Ja, und wir haben dann eigentlich noch mehrere, wir sind noch öfter in die Sauna gegangen. Und es lief immer so ab? Das Geld lief weiterhin.
Jedes Mal 200 Mark damals? 200 Mark damals, ja. Das ist aber eine stattliche Summe. Ja. Aber sie hat ihr nicht jedes Mal noch ein neues Buch geschenkt? Nein, das war eigentlich immer dasselbe. Wie, sie hat ihr das Geld immer in dem Pferdeflüsterer gegeben? Immer in dem Pferdeflüsterer. Ah. Immer in einem neuen Buch? Nein, nicht in einem neuen Buch. Achso, es war immer dasselbe Buch. Verstehe. Ich hab ihr zurückgegeben. Ja. Verstehe, weil du ja nicht liest. Ich habe schon verstanden, ja. Und von daher lief das die ganzen 6 Wochen so. Also ich bin Monate dort gewesen. Das hat aber einen schönen Nebenverdienst gehabt. 7 und 6 Wochen und es kam ja noch zu anderen Handlungen, weil sie war ja privatversichert. Auf ihrem Zimmer konnten wir wesentlich noch mehr machen und die Gelder stiegen dementsprechend auch. Aber ich fühlte mich immer irgendwie ein bisschen schlechter. Ja, es klingt ja so lustig und ich lach auch so ein bisschen, während du das erzählst. Aber wie fühlt man sich dabei? Wenn man, gut, einmal kann das ja vielleicht mal passieren, aber wenn man das über so einen langen Zeitraum macht, ist das ja schon eine Art von Prostitution, mal ganz klar ausgedrückt. Ja, ich habe mich auch so gefühlt. Also es war jetzt nicht ein angenehmes Gefühl, es war ein unangenehmes Gefühl, aber das Geld, ich sag mal, hat dann überragt. Ja. Also, und das ging dann während der ganzen Zeit, während du da in der Behandlung warst, in der Kur? In der Therapie. In der Therapie, ja. Mhm. Ja, also das ging während der Zeit so und nach der Zeit, also sie ist ja nach 6 Wochen entlassen worden, ich musste ja dann noch 2,5 Monate bleiben, hat sie mir mal Pakete geschickt, wo dann auch Geld drin war, wo dann Zigaretten drin waren, wo Parfüm drin war oder sonst irgendwelche. Aber dafür musstest du dann keine Gegenleistung bringen? Nee, absolut nicht, ne. Und hast dann später von der Frau nie wieder was gesehen und gehört? Das lief ungefähr 2 Jahre so und dann ich sag mal, habe ich den Standort gewechselt und habe auch gesagt, also ich bin nicht mehr erreichbar, weil... Und das war's? Sie hatte mir zum Schluss dann auch ein Handy gekauft und alles, und ach so, damit sie mit mir in Kontakt bleiben konnte. Warst du denn während dieser Zeit, warst du da in festen Händen? Nein, war ich nicht. Nicht? Also, das fällt dann schon mal flach, dass sie dir da ein schlechtes Gewissen hättest machen müssen. Nein. Aber dennoch ist das ja eine sehr bizarre Geschichte, ne? Ja, ich meine, schlechtes Gewissen habe ich schon. Also, dass du es gemacht hast, dass du das Geld angenommen hast. Dass ich das Geld angenommen habe, ne? Und immer, die ganzen 6 Wochen lang war sie so der aktive Part und sie hat dich bedient. Sie fragte mich also dann immer am Telefon, was ich brauche. Dann habe ich ihr das telefonisch durchgegeben, also danach, nach der Therapie und sie hat es mir einfach geschickt, ne? Ja. Ich meine, jetzt im sexuellen Sinne hat sie dich immer bedient. Sie hat mich bedient. Also, ja, du warst immer der Passive. Ich habe sie gar nicht angefasst. Ne? Ich kann es jetzt so schnell nicht rechnen. Da muss ja dann doch eine ganze Menge Geld zusammengekommen sein. Was hast du mit dem Geld gemacht? Was habe ich mit dem Geld gemacht? Ich meine, nach der Therapie, das war uns beiden klar, da war ich obdachlos. Und ach so, da konntest du es also wirklich dann auch gebrauchen. Ich meine, ist gut, ich habe mir das ein oder andere Hotel gegönnt. Ja. Aber... Verrückte Geschichte. Das heißt, wenn du jetzt an Sauna denkst, dann kommt immer diese Geschichte hoch wahrscheinlich. Seitdem bin ich nie wieder in der Sauna gewesen. Ja, wahrscheinlich passiert dir aber sowas auch nicht normal. Das sowas passiert einem wahrscheinlich nur einmal im Leben, sowas Kurioses. Ja, also wie soll ich das jetzt sagen? Ich bezeichne mich lediglich als Luftknabe, aber sie auch nicht gerade als barmherzige Samariterin. Ja. Einfach nur, irgendwie so ein... Klar, sie wollte was haben. Teil in meinem Leben gewesen, aber er hätte besser nicht sein sollen. Ja. Okay, Dietmar, ich danke dir, dass du uns das erzählt hast. Die Sendung ist gleich rum. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ja gut, danke. Du. Tschüss. Mach weiter so. Tschüss. Dankeschön, tschüss. In der Technik, ihr Lieben, war Gero Kuntermann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival.